Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Dune Part 2. Wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, sollte es auf jeden Fall machen, denn in diesem Video kommt es natürlich zu Spoilern, denn Dune Part 2 knüpft nahtlos an Dune Part 1 an. Ja, im zweiten Teil, ja, will unser Paul Atreides mehr über die Wüste erfahren, beziehungsweise will lernen, dort zu leben und zu überleben und sich dort zurechtzufinden. Und sein Lehrmeister Stilgar hilft ihm natürlich und steht ihm mit Rat und Tat beiseite, bis er dann später soweit ist, um diverse Prüfungen zu erfüllen. Was er aber nicht weiß, dass er immer mehr in seine Rolle des Anführers reinwächst, aber sich dadurch immer mehr von Shani mehr oder weniger entfernt und sie teilweise nur noch, ja, sehr widerwillig das macht, was er macht. Aber die ganzen Sachen bleiben nicht unbeobachtet und somit tun sie immer weiter die Spice-Aberntung von dem Planeten stören, was natürlich Baron Wladimir natürlich nicht gefällt. Und somit tauscht er dann natürlich auch Raban aus und tauscht ihn durch seinen anderen Sohn Freud Rauter aus. Und ja, er soll dann halt da die Spice-Erntung wieder in Gange bringen, damit da alles wieder läuft, so wie es laufen soll. Was er aber nicht weiß, oder was viele gar nicht wissen, dass mittlerweile es sich auch zu Shaddam den Vierten, also einen der Obersten der Oberen, rumgesprochen hat, dass die Spice-Erntung da auch nicht mehr so hundertprozentig läuft. Und ja, er ist eigentlich ein guter Vertrauter von den Atreides gewesen, aber ihm scheint das irgendwie, dass da die ganzen Leute da ausgelöscht wurden, irgendwie nicht so zu jucken. Und auch seine Tochter Prinzessin Irulan, eine der weiteren Zugänge, gespielt von Florence Pugh, die kennt man natürlich aus dem Black Widow-Film. Die ist auch noch nicht so ganz hundertprozentig sicher, wie sie das alles so einordnen soll. Aber nichtsdestotrotz, der Widerstand der Fremen muss niedergeknüppelt werden. Und somit tut der Fred Rauter, der übrigens gespielt wird von Austin Butler, den man aus dem Elvis-Biopic kennt, alles, was nötig ist, um die Fremen zu finden und zu zerstören. Ja, so kann man das ungefähr sagen, um nicht zu viel zu verraten. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, der Film hat an Optik, der Film hat an Sound und an charakterlichen Darstellungen nichts eingebüßt. Also der Film ist genau auf demselben Niveau wie der erste. Wobei ich finde, teilweise vom Sound her finde ich es teilweise noch etwas besser. Ich habe es wieder in IMAX gesehen. Also gerade so diese basslastigen Szenen, die gehen jetzt teilweise noch mehr durch Mark und Knochen. Und auch so, gerade so dieser Sound von dieser besonderen Stimme, den die Gelehrten und so haben, der wird jetzt noch ein bisschen räumlicher, also wirkt er zumindest noch ein bisschen räumlicher. Auch so, man merkt auch bei Zendaya, dass ihr Charakter auch immer mehr hin und her gerissen wird. Sie freut sich auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist sie mit manchen Sachen dann doch nicht einverstanden und so. Das findet man richtig gut in ihrer Mimik und Gestik auch wieder. Was ich auf jeden Fall richtig gut finde. Und auch so die ganzen Animationen, die es dort gibt, die sind super sauber, die sehen super gut aus. Und also ich muss auch sagen, hier Stellan Skarsgård, der den Baron Wladimir spielt, also auch der ist in dieser Rolle noch mal ein bisschen besser. Er wirkt noch mal ein bisschen bedrohlicher als noch im ersten Teil, was ich natürlich richtig krass finde. Also es gibt da so Szenen, wo man sich so ein bisschen, ja, wo man denkt, okay, also das ist jetzt an der Stelle, wo man sich mit dem absolut nicht mehr anlegen möchte. Und ja, ich finde auch so diese Sachen mit den ganzen Außenaufnahmen in der Wüste, da sieht man, dass das teilweise auch
nicht CGI ist, sondern dass das tatsächlich richtiger Sand und Wüste und so ist. Das gefällt mir ja auf jeden Fall viel besser, als wenn alles hinter Greenscreen und sowas alles ist. Da finde ich solche richtigen Außenaufnahmen doch schon erheblich ansprechender. Und auch Rebecca Ferguson, die Lady Jessica spielt, ja, die ist in der Rolle auch noch mal so ein bisschen krasser rein drin als noch im ersten Teil, weil die wird jetzt auch von ihrem Charakter auch noch ein bisschen interessanter. Und Christopher Walken, also der, den kennt man ja auch zum Beispiel sogar aus Pulp Fiction sogar noch. Ja, der ist so ein bisschen, den weiß man gar nicht so richtig einzuordnen. Klar will er natürlich, dass die Spice-Ernte und das alles weitergeht. Und natürlich will er auch, dass er da die Oberhand von allen da behält und so. Aber irgendwie ist er dann doch so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen gehemmt, finde ich so. Also klar tut er dann natürlich alles, was er tun soll und will, aber. Ja, weiß ich nicht. Also den Charakter kann man ganz schwer einschätzen. Da bin ich echt mal gespannt, was da im dritten Teil noch passieren wird. Und ja, man sieht natürlich auch wieder auch so ein paar Leute aus dem ersten Teil wieder. Natürlich ist Dave Bautista natürlich wieder dabei. Oder Josh Brolin ist wieder dabei. Ich bin mit dem Film also sehr zufrieden. Sehr, sehr zufrieden. Also da finde ich. Da ist man mit dem Film auf einem echt guten Weg und ich bin sowas von gespannt auf den dritten Teil, der wahrscheinlich dann, ich meine, nächstes Jahr wahrscheinlich kommen wird, weil Dune Part 1 war, glaube ich, auch 22 gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich denke mal, der wird dann auch wieder 2 Jahre länger dauern, bis der dann da ist und wird 26 wohl sein. Und da bin ich echt mal gespannt, was die sich mit dem dritten Teil dann einfallen lassen. Aber welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content-Creator. T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Hier könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe, alles was ihr wollt. Also ran da und holt euch den Stuff. Bis demnächst. Ja, da sind wir wieder. Also zusammengefasst, neue Castmitglieder. Sehr gut eingebracht, sehr gut eingefühlt. Man weiß auch bei den neuen Charakteren, worum es geht, warum die da sind, was für eine Beweggründe die haben. Das finde ich richtig gut. Man muss Charakteren auch wirklich auch Zeit geben, um zu wissen, wer sie sind, warum sie sind und warum sie das tun, was sie tun. Das finde ich, haben die generell bei Dune Part 1 auch schon sehr richtig gemacht. Aber ich finde jetzt beim zweiten Teil haben sie auch das bei den neuen Charakteren auch gut geschafft, das herauszuarbeiten, sodass man dann weiß, mit wem man es dann eigentlich dort zu tun hat. Auch wie gesagt, die Optik gefällt mir gut. Schauspielerisches ist das hier echt super. Man hat echt eine sehr gemischte Charaktere hier, sei es ein Christopher Walken, der ja zur älteren Garde gehört, oder ein Austin Butler, der noch sehr jung ist, genauso wie Timothée Chalamet, der ist auch noch sehr jung, und natürlich Zendaya und Florence Pugh, das sind ja so noch die etwas jüngeren Darsteller, beziehungsweise so auch so, die jetzt auch so ihren Durchbruch mittlerweile bekommen. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut, schauspielerisch. Auch so die, wie gesagt, CGI super, Charaktere super, Mimik, Gestik, das passt alles hundertprozentig. Das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Und somit gebe ich den Film zwischen 4 und 5 Totenköpfen, weil der Film einfach bildgewaltig, der Sound ist toll. Man kann da wirklich sich da hundertprozentig hineinversetzt fühlen. Das ist alles mega gut. Ja. Das war meine Filmbewertung zu Dune Part 2. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Da gibt es ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Und vergesst nicht den Like und den Abo-Button. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.